Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier, und in diesem Video will ich euch meinen Pistazienbaum vorstellen. Besser gesagt, es sind zwei Pistazienbäume, denn Pistazien sind zweihäusig, bedeutet eine Pflanze hat weibliche Blüten, die andere Pflanze hat männliche Blüten. Pistazien können bis zu einer Größe von 12 Metern heranwachsen, und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt. Theoretisch sind sie bei uns winterhart. Es gibt Literaturangaben von 10 bis minus 20 Grad Celsius. Welche da jetzt genau stimmen, muss man einfach mal austesten. Austesten ist allerdings relativ teuer, weil so eine veredelte Pistazie ist schon recht hochpreisig. Nichtsdestotrotz, wenn man es einmal geschafft hat, ist das relativ simpel mit der Kultur. Nicht ganz so einfach ist das mit der Bestäubung, weil dafür ist Windbestäubung notwendig. Und man braucht natürlich eben, wie ich schon sagte, männliche und weibliche Pflanzen. Bedeutet, es lohnt sich immer, wenn man mehrere Pflanzen gleichzeitig in Kultur hat. Das heißt, ein Männchen auf 2 bis 3 weibliche Pflanzen, so im privaten Anbau, sollte in Ordnung sein. Weil für die Windbestäubung habt ihr nur 4 bis 5 Tage Zeit. Bedeutet, wenn die Blüte am Blühen ist, lohnt es sich bei uns eher, wenn man das mit einem feinen Pinsel macht. Die Bestäubung, indem man einfach von der männlichen Blüte den Pollen nimmt und auf die weibliche Blüte überträgt. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das ist nicht die aktuelle Blütephase, Blütezeit. Denn damit Pistazien überhaupt zur Blüte kommen, benötigen sie mindestens 1000 Stunden bei 7 Grad Celsius. Das heißt, sie brauchen kühle Temperaturen, damit eben die Blüte erst einmal induziert werden kann. Das ist so ähnlich wie bei unseren Obstgehölzen. Die brauchen auch zum Teil kalte Stunden, dass sie überhaupt Blüten ansetzen, beziehungsweise Sonnenstunden sind es eher in der Regel bei den Obstgehölzen. Und bei den Pistazien sind es halt Temperaturen, die dafür notwendig sind, dass die Blüte induziert wird. Pistazien sind aus der gleichen Familie der Sumachgewächse wie Mango und Cashewnuss. Der Perückenstrauch zum Beispiel gehört auch mit dazu. Bedeutet, diese Pflanzen sind bei uns in der Regel in Verwendung durch den Samen. Bei der Pistazie ist es ja auch in der Regel der Kern, genauso wie es jetzt bei der Cashewnuss der Fall ist. Bei der Cashewnuss ist ja oberhalb der Nuss noch so eine Art Apfel, der Cashew-Apfel. Den kann man auch ganz normal essen wie einen Apfel. Bei der Mango ist es auch eher das Fruchtfleisch. Allerdings kann man bei der Mango über den Samen auch ein Pflanzenfett gewinnen, das ähnlich verwendbar ist oder von der Qualität her gleich ist wie Kakaobutter als Beispiel. Ja, und jetzt schauen wir uns die Pistazie einfach mal näher an. Typisch für die Pistazie sind hier diese dreigeteilten Blätter, sehr ledrig, relativ dicke Pflanzen, halten wie gesagt Temperaturen aus von minus 10 bis minus 20. Auf dem Etikett selbst steht jetzt nicht viel dran. Hier steht nur drauf, dass die Pflanze bis 10 Meter hoch werden kann, laut Literatur. Obwohl doch hier, Moment, sorry, da steht's, hält minus 25 Grad Celsius aus. Das heißt, bei uns absolut problemlos in der Kultur, würde ich mal behaupten, weil solche kalten Wintertemperaturen haben wir ja schon ewig nicht mehr gehabt. Diese Pflanzen sind veredelt. Ich kann euch jetzt aus dem Stegreif nicht direkt sagen, welche Pflanze die männliche ist und welche die weibliche ist. Ich gehe einfach mal naiverweise davon aus, dass die weibliche Pflanze die mit dem Etikett ist, weil die wahrscheinlich entsprechend markiert ist, dass hier die Früchte kommen. Ich kann hier nur raten, und dass hier die männliche Pflanze sein wird. Von der Größendimension ist die weibliche in diesem Fall ein bisschen größer, hat aber in der Natur nichts damit zu tun. Sie können eine Höhe von 12 Metern erreichen, und jetzt interessant, die Wurzeln können bis zu 15 Meter in den Boden hineinwachsen. Das heißt, die Wurzel ist natürlich deutlich länger als der Spross oberhalb der Erde. Wunderschöne Pflanzen, richtig schön am Wachsen hier mittlerweile mit neuen Knospen, die dafür sorgen, dass die Pflanze noch größer wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich entwickelt. Und zukünftig werden sie hier unten eingepflanzt werden in den Garten. Das ist so das Ziel. Aktuell stehen sie hier noch in einem 5-Liter-Topf. Und sie bekommen demnächst auf jeden Fall noch einen größeren, einen 20-Liter-Topf, vorausgesetzt. Ich schaffe es nicht, rechtzeitig die Pflanze
in den Garten einzupflanzen, weil die Fliederhecke nach wie vor immer noch da unten ist und mir praktisch den Platz wegnimmt, solange ich meine Pflanzen eben nicht einpflanzen kann, wie die Hecke da ist. Und deswegen müssen die jetzt erst einmal im Topf wachsen. Das sollte allerdings gar kein Problem sein. Als Substrat hatte ich die Kräutererde von Terrapril genommen, weil die einfach einen höheren Sandanteil hat und dadurch deutlich luftiger ist und besser geeignet ist. Natürlich düngen muss man auch. Dazu nehme ich einfach einen mediterranen Pflanzendünger und so haben die das bisher noch ganz gut ausgehalten. Und ich denke mal, den nächsten Bericht werde ich bringen. Das ist schon sehr weit in der Zukunft, wahrscheinlich erst im Frühjahr nächsten Jahres. Mal gucken, wie die Pflanzen sich entwickeln. Sollten sie doch noch zur Blüte kommen, wird es natürlich noch ein Video geben. In der Regel ist die Blüte im Frühjahr und dann hoffe ich, dass ich euch da das nächste Video zeigen kann. Ihr seht, hier stehen sehr viele exotische Pflanzen. Um die geht es in den nächsten Beiträgen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.